Hallo Freunde, Cottbus der 2. März 23. Wir sind hier an der sogenannten Parkeisenbahn in Cottbus, die mit Kohle betrieben wird. Und das liest man hier. Building for the future. Nein, Firma Romberg-Sersa. Da ja an dieser Bahn seid, die mit Kohle betrieben wird, ist das gegen die Zukunft der Kinder. Hallo. Komm mal hier runter. Heute ist der 2. März 23. Ich habe hier eine Weile nichts gemacht, also nicht dokumentiert, nichts gemacht. Ist natürlich wie immer zu das asoziale Verhalten. Ich nenne das asoziale Verhalten, weil es genau das in meinen Augen ist. Geht weiter. Die Stadt ist die verantwortliche Behörde, also dort, wo die verantwortlichen Behörden sind. Die haben das delegiert an die Stiftung Brandenburger Park, das Teil, was ich nachher mache. Und im Tierpark. Dadurch, dass hier nicht gemacht wird nach wie vor, kommt dort hinten weniger Wasser an als nötig, gefährdet alle Tierarten, die davon leben. So, weiter. Ja, ihr seht ja, wie ja das Wasser sich hier dreht. Es kommt hier weniger durch. Deswegen kommt, denkt ihr vielleicht, was ist denn daran so schlimm? Das kommt dann trotzdem irgendwie durch. Nee, es kommt dann nicht durch, weil es ein anderer Graben ist, wodurch in den anderen Graben mehr Wasser durchfließt als nötig. Und hier weniger als nötig. Also ist im Prinzip komplett zu ja schon. Herr Chef vom Branitzer Park, wie kann denn das sein? Sie haben doch vor mir gesagt, Ihnen ist Naturschutz sehr wichtig. Und warum haben Sie immer noch nicht dafür gesorgt, dass es hier sauber gemacht wird? Wie viel Geld bekommen Sie eigentlich dafür, dass Sie dort weiter oben sauber machen und nicht täglich sauber machen, obwohl es dann Ihre Verantwortung liegt? Und Herren vom Tierpark Cottbus, muss ich erstmal husten vor lauter Schreck. Warum machen Sie hier eigentlich gar nichts? Ich habe ja gesagt, ich habe heute mal so gesäubert. Ich habe jetzt einen Short gemacht. Ich trage mal jetzt die Kamera so ein bisschen ungünstig. Wisst ihr, abonnieren, liken, teilen. Ich zeige euch noch was Schönes. Aber erstmal. Das ist jetzt. So. Das habe ich jetzt rausgemacht. Jetzt fließt es wieder und zeige ich euch mal was. Das könnte was sein. Ach nö. Habt ihr mein Stöckchen weggenommen? Ach, naja. Nehmen wir halt nicht das Stöckchen. Dann nehmen wir halt das da. Als Grundlage, ne? Liebe Mitarbeiter vom Schlabidabidu. So. Was habe ich hier besser dokumentiert? Das da. Bitte guckt auf meine alten Videos. Wenn die ausreichende Wassermenge durch die durchkommt, dann ist dieser Astansatz bis am Wasser ran. Das deutet natürlich schon wieder darauf hin, dass das Gitter zu ist. Oberflächlich sieht es übrigens auch nicht zu aus. Unter der Wasseroberfläche. Ne? Nochmal zum Vergleich.
Könnt ihr das von da oben zeigen? Das habe ich auch einfach nochmal auf meine anderen Videos gehen, da zeige ich das nochmal. Hier, da ist er. Der darf nicht aus dem Wasser gucken, dann ist die richtige Wassermenge da, kommt durch. Nicht? Wer mich unterstützen will, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Weitere Möglichkeiten in der Infobox. Danke. So, jetzt bin ich nochmal vor dem Gitter. Oder auf dem Gitter, über dem Gitter. Ihr seht den dicken Stock. Ich weiß nicht, ob man das unten sieht. Da unten ist alles voll. Dicke Stöcke, dünne Stöcke. Also, Herr Chef vom Stifts- und Breiter Park, Sie machen das ja schon wieder nicht täglich sauber hier. Sie verstoßen schon wieder gegen Ihre Aufgabe, die Sie von der Stadt bekommen haben. Und die Stadt Cottbus verstößt gegen die Kontrollaufgabe. Jetzt geht's. Übernehme ich mal wieder die Aufgabe der Stadt Cottbus, der Behörden, beziehungsweise denen es nicht delegiert wurde, der Stiftung Breitzer Park. Die permanent gegen Artenschutz verstoßen. Und sogar Totholz aus dem äußeren Bereich des Breitzer Parks rausräumen, der dort sehr wichtig wäre für die weitere Existenz der Bäume, die dort sind. So, jetzt zeige ich noch, was ich rausgeholt habe. Denke ich wieder, das ist doch gar nicht viel. Wir haben Februar, also im März mittlerweile. Wenn da so viel hier angekommen ist, heißt das schon, dass es ganz sehr lange nicht sauber gemacht wurde. Und jedes einzelne Blatt verringert die Durchflussmenge. Das multipliziert sich natürlich. Und das Durchflussmenge meine ich nicht am Tag, sondern jede Stunde weniger. Das gefährdet den Bestand der Arten, die dort hinterleben. Und so geht das seit Jahren. Und aufgrund dessen, oder im Zusammenhang damit, hat man auch 2021 Biber getötet. Meinung, die plausibel ist, weil dort war ein Biber. Der war danach nicht mehr dort, bei 15 Grad minus. Deswegen sind dort Nutria erfroren einfach, bei 15 Grad minus, weil der Zugang zu ihrem Bau nicht mehr geschützt wurde durchs Wasser und der komplette Wasserbestand in dem Dissenzier Landgraben. Und zwar ist das, warte mal, das ist ein bisschen südlich von der Bahnstrecke nach Forst gewesen sein, Forst Lausitz. So, jetzt nehme ich euch nochmal mit, was sein kann. Ich muss ja alle Eventualitäten mit einbauen in der Geschichte, ne? Gesichter erkennt man nicht, darf ich also auf der Entfernung. Vielleicht haben sie den Zufluss ein bisschen verringert, was ich eigentlich glaube, wegen der Baumaßnahmen da. So, ich habe jetzt sauber gemacht, wie schon gesagt, erklärt, bla bla bla. So, ihr seht nämlich, ist noch keine große Erhöhung, aber die kann ja noch kommen, weil ihr müsst ja bedenken, das muss ich ja, heißt das evolieren? Wie heißt denn das? Dieses ganz spezielle Wort. Also auf eine Ebene, auf eine Höhe hochkommen, das dauert ja die ganze, ne? Wasser fließt ja, ne? So, jetzt hier nochmal. So, danke, nochmal danke fürs Schauen, fürs Teilen, fürs Liken, fürs Abonnieren. Jeder immer Dislike geben. Leuten, die noch jetzt doch nicht die Zukunft von ihnen selbst egal ist, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Wenn man mir sonst helfen kann, unten
in der Infobox. Tschüss!